Das Förderwerk Land- und Forstwirtschaft ist eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien der Land- und Forstwirtschaft. Seine Aufgaben sind die Leitung und Koordination der Qualifizierung und Arbeitsförderung in der Land- und Forstwirtschaft der neuen Bundesländer. Die Regionalbüros des Förderwerks Land- und Forstwirtschaft sind dezentrale Einrichtungen, die an verschiedenen Projekten im ländlichen Raum beteiligt sind. Zur Bündelung der Kräfte ist das Förderwerk dazu übergegangen, dörflich-regionale Entwicklungsschwerpunkte zu benennen und zu gestalten. Ein Modellprojekt des Förderwerks in der Region Ostbrandenburg ist die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Dorf, Uferzonen und Parkgestaltung in Wörnicke und Löhme, Bau von Wanderwegen. Bereits 1993 übernahm das Förderwerk die Trägerschaft über eine ABM mit 50 schwer vermittelbaren Arbeitslosen. So erhielten auch die streng geschützten Rotbauchunken, die jetzt hier ihre größte Population in Brandenburg haben, ca. 200 adulte Tiere ein günstiges Überwinterungsdomizil. Am Haussee gestalteten die Mitarbeiter der 93er ABM die Löhmer Badestelle neu und bauten einen Teil eines Wanderweges um den Haussee. Bänke zum Verweilen und eine kleine Brücke vervollständigten das Bild. Die ABM war 1994 im März zu Ende. Eine Verlängerung mit den 50 Mitarbeitern war nicht möglich. Schöne Ecken wurden wieder zu Müllhalden. Durch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, den Amts- und Gemeindeverwaltungen konnten am 22.08. 27 Mitarbeiter in Löhme und Wörnicke beginnen. 20 Frauen und 7 Männer schickten sich an, weiterzumachen, zu renaturieren, Wild- und Wasserstauden zu pflanzen, Wege zu bauen. Auch diese Kolleginnen und Kollegen waren Langzeitarbeitslose. Viele alleinerziehende Mütter haben mit der ABM die Möglichkeit erhalten, Arbeit und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Ältere Arbeitnehmer können ihre Arbeits- und Lebenserfahrungen an andere weitergeben. Alle wollten Neues erlernen, um später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Bereits in der ersten Woche hieß es: Vorbereitung der Baustellen. Mit den Freischneidern und Rasenmähern kämpften sich die Kolleginnen und Kollegen durch Brennnessel und Disteln. In Wörnicke hatten die Ökorasenmäher im vorderen Parkteil das Zuwachsen verhindert, aber im übrigen Park überwuchsen die Brennnesseln die Wege. Verstärkt wurde der trostlose Anblick des Parks durch die zunehmende Verwahrlosung des Schlosses, derer von Mendelssohn-Bartholdy und des Gutshofes. Die Bäume in den Parks wurden von unseren Mitarbeitern freigeschnitten. In Wörnicke begannen wir, eine lichte Waldwiesenlandschaft von Teichen durchzogen herzustellen. Die Renaturierung des Dorfteiches in Wörnicke ist Bestandteil des Modellprojektes. Hierbei wurden die bereits angelegten Gehölzgruppen und die Wiese mit Wildstaudenpflanzung ergänzt.
Die Uferzone und das Seichtwassergebiet des Teiches wurden ebenfalls bepflanzt. Wanderwege mit dörflichem Charakter bauten wir vorwiegend aus recyceltem Mineralgemisch. Nach der Auskofferung der Trasse für den Wegebau wird eine Sauberkeitsschicht aus Kies eingebracht. Danach folgen die Schichten aus dem Mineralgemisch. Die Abgrenzung zum umliegenden Boden erfolgt mit Kantensteinen. Die Deckschicht unseres Weges ist eine Kies-Lehmschicht in Urglasform. Jede einzelne Schicht wird per Hand bzw. Schubkarre eingebracht und mit der Verdichterplatte verdichtet. Mit Drainagen leiten wir das Wasser vom Weg weg. In Löhme wird in der jetzigen Etappe der Weg an der Badestelle mit dem Parkweg verbunden. Den Wunsch der Spaziergänger nach Rast und schönen Ausblicken haben wir bei der Konzipierung der Modellprojekte berücksichtigt und in den Wintermonaten Rastanlagen mit Sitzen gebaut. Schwerpunkt für die Anlagen von Sitzgelegenheiten sind der Park und die Uferzone des Löhmer Haussees. Die alte Kastanie mit ihrem Blätterdach bildet einen schönen grünen Sonnenschirm für eine Rundbank mit schönem Blick auf den See und den Park. Der idyllische Blick auf die kleine Treppe zur Friedhofspforte wurde leider mit einem Drahtzaunbau verschandelt. Die Gestaltung der Dorfumwelt und der Naturschutz ergänzen sich in diesen Projekten. An sonnigen Stellen können Lesesteinhaufen für Amphibien angelegt werden. Die Mitarbeiter Carola Bach, Monika Ilge, Brunhild Kuhlbrot und Thorsten Jehran verabschieden sich zur weiteren inhaltlichen Gestaltung der ersten dörflich-regionalen Entwicklungsschwerpunkte des Förderwerks in Ostbrandenburg und gehen wieder an die Arbeit.